Hallo, mein Name ist Aaron, ich bin euch kocher.at-Chefkoch und heute zeige ich euch die richtigen Garfleischpunkte oder wie man das richtig schön erkennen kann. Wie man Fleisch pariert, wie man es richtig anbrät, welche Pfanne man braucht, habe ich euch schon in anderen Videos gezeigt. Jetzt geht es wirklich nur um diese Garpunkte, wie man die erkennt und um das Rasten lassen. Gusseisen in der Pfanne habe ich schon aufgedreht, volle Hitze. Fleisch habe ich schon trocken abgetupft, warte ich, bis die Pfanne heiß ist, lege es rein, lasse anbraten. Wenn es schon heiß ist, lege ich es rein. In dem Fall ist es einfach nur ein Sirloin, also ein Beirib Steak, wird aus dem Rücken vom Rind geschnitten. Das lasse ich jetzt rundherum anbraten. Die Garstufen erkenne ich so: Wenn ich auf das angebratene Fleisch draufgreife und es fühlt sich dann so an, so weich wie mein Kinn zum Beispiel, dann heißt es, es ist rare, also noch sehr, sehr, sehr rosa. Ca. 30, 35 Grad. Greife ich hier auf meine Nase, schon ein bisschen fester, dann ist das Fleisch medium, also noch einmal weniger rosa, ca. 40 Grad, 45 Grad, eher ein bisschen drunter. Mache ich hier den Vogel, also so hart wie meine Stirn, dann ist das Fleisch durch, ist alles über 60 Grad. Ich drehe es mal um. Wenn man hier drauf greift, ihr seht es, es ist noch sehr weich, wie mein Kinn, heißt es. Es ist noch sehr rare, also sehr, sehr blutig oder sehr, sehr rosa. Wir braten das Fleisch auch nur an für unsere Röstaromen, nicht damit sich die Poren schließen. Ja? Fleisch hat bitte keine Poren, nur die Haut hat Poren und da ist ja keine Haut mehr drauf. Ganz wichtig ist es auch, wenn man das Fleisch brät, dass man es rasten lässt. Durch die extreme Hitze zieht sich der Saft, das Wasser im Fleisch im Kern zusammen. Wenn ich es nicht rasten lasse, das Fleisch dann aufschneide, habe ich auf einmal so eine Wasserpfütze, Saftpfütze, Fleischsaftpfütze auf meinem Teller. Das wollen wir nicht, sondern wollen, dass dieser Fleischsaft im Fleisch drinnen bleibt. Wenn man es jetzt rasten lässt, das Fleisch, entspannt sich der Saft wieder, geht er zurück ins Fleisch und er bleibt dann drinnen. Ja? Rasten lassen entweder bei 60 Grad im Ofen 10 bis 15 Minuten, zwischen zwei Suppentellern, die man dann verschließt, oder halt in Alufolie. Bei beiden Methoden immer ein kleines Loch lassen, ansonsten wird die Temperatur da drin extrem heiß und es gart euch weiter. Also wirklich schön angrillen lassen, immer wieder draufgreifen, bekommt ein schönes Gefühl dafür. Natürlich umso weicher es ist, umso rosa ist es noch im Kern. Ganz wichtig ist es auch, dass man das Fleisch nicht direkt vom Kühlschrank brät, sondern eine Stunde lang draußen liegen lässt, damit es halt schön Zimmertemperatur hat, weil dann hat es im Kern schon 20, 21, 22 Grad. Man braucht nicht mehr so lange, bis das Fleisch im Kern warm ist. Ja. Wenn ich es aus dem Kühlschrank rausnehme, in die Pfanne schmeiße, ist der Kern noch eiskalt und roh. Außen rundherum ist schon braun, fast verbrennt. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen ein schön rosa gebratenes Fleisch, was komplett warm bzw. heiß ist. Darum einfach eine Stunde lang vorher aus dem Kühlschrank nehmen. So, wenn wir es rundherum schön angebraten haben, wie gesagt, einfach in den Teller, Teller legen oder in Alufolie oder im Rohr bei 60 Grad rasten lassen. Ich mache das jetzt einfach mal so, ich schneide es jetzt für euch auf, macht man also nicht. Ihr seht schon, das ja, ist trotzdem noch warm, weil es draußen gelegen ist, aber das zum Beispiel wäre halt wirklich, wirklich rare, ja, also schön blutig. Wenn wir das jetzt noch 10 Minuten rasten lassen würden, wäre es der Medium Rare, Fast Medium, weil es natürlich weitergeht mit der Hitze. Einfach immer draufgreifen, bekommt eh das Gefühl. Wenn man das gar nicht kann, einfach ein Thermometer reinstecken und dann mitgaren. Viel Spaß beim Steakbraten.